Einen wunderschönen guten Tag, meine werten Rehe, Bambis, Freunde, Menschen, Aliens und Oktopusse hier bei einem Fun-Let's Play von einem Fun-RPG-Maker-Spiel Bambis Quest of Humor 2. Und wir machen einfach ganz neu an und fangen an und... Sanna, jetzt komm schon, wir haben nicht ewig Zeit. Männer, wisst ihr? Männer. Bin schon auf dem Weg. Idiot. Ja, dann hopp, 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 hopp. Komm doch. Aber irgendwie habe ich das Gefühl, der arme Junge ist ein bisschen überfordert mit uns. Und wir könnten hier mal so ein bisschen durch die Gegend tapseln. Vorausgesetzt, das würde was bringen, was es aber nicht tut. Denn irgendwie weiß ich jetzt gerade... Lob, Ausrüstung, Speicher, ein Ende. Okay, wie bin ich da jetzt hingekommen? Ich glaube mit V, ne? Ja, okay. Hopp, hopp, hopp. Und jetzt dann, ja. Wohin? Also, ich liebe ja Funmaker-RPG-Spiele. Ui, hoch. Aber wir kommen natürlich auch da hoch, denn wir sind ja super Bambi. Hopp, hopp, bong. Komm, rüber. Oh, da hältst du dich bloß fest. Sehr schön. Und darüber. Und hoch und hopp und hopp. Na, hopp. Und da hoch. Ha, erste Map voll geschafft. Boah, ein Schalter. Den drück ich mal. Nein, Bambi! Nicht den Schalter drücken! Ach, mach dir doch nicht ins Hemd. Ins Hemd? Ins Hemd. Ist doch bloß ein billiger Schalter. Oh mein Gott! Nein! Ups. Was hast du denn, Sanna? Ist doch nichts passiert. Oh, du hast recht. Juhu! Verdammt! Nein! Ich helf dir! Oh. Nein! Tritt auf keinen Fall auf den Schalter! Oh. Ich glaube, wir haben Sanna gerade gekonnt in die Ecke gebracht. Sanna ist nicht da. Ah, also was kann schon passieren? Ups. Oh! Ui! Beinahe hätte mich das Teil erwischt. Aber auch nur beinahe. Gott sei Dank. Bambi, ich bin schon fast oben. Oh, was war denn das gerade? Hm? Bong. Bing. Ah. Was für ein Glück, ich lebe. Wie absehbar. Irgendwann bringe ich sie noch um. Ich spür's in allen Knochen. Oh nein. Bling, bling. Bling. Jetzt spüre ich es erst recht. Was geht denn jetzt ab? Ja, Wo sind wir hier? Oh mein Gott, Jesus hilft! Und Gott sprach das Wort und das Wort war... Scheiße, wo bin ich hier? Amen. Lol. WoW sucht die, WoW sucht die. Ist das die Bergpredigt? Gott sagt ja geile Sachen. Werde mich mal eine aufklären, was hier abgeht. Alles was Beine hat. Und nicht angebunden ist. Und kein Rheuma hat. Ich kann aber laufen. Pass auf. Oh. Ach, mein Kreuz. Ja. Lass hören vom Himmel fallen. War doch nur ein Witz. Ich hatte ja schon oft gehört, dass Alex doof ist. Aber so dumm. Ich bin kein Alex, ich bin Sanna. Und ich bin Bambi. Jesus. Oh mein Gott. Ja. Jesus. Ich meine natürlich Jesus. Ja. Lol. Jetzt ist die Olle auch noch ein WoW, sucht die. Psst, da kommt einer. Oh,
Eindringlinge! Hi! Die haben ja geile Waffen. Lauft! Kinders, Kinders, keine Gewalt. Ich halte euch den Rücken frei. Zu spät. Was? Wir sind umzingelt. Ah, ach so, Mist. Stimmt doch gar nicht. Stimmt ja wohl. Ach, egal. Machen wir sie platt. Ballermann XD will spielen. Und das ist natürlich ein doch ganz interessantes, Bumm. Bumm. Oh nein. Es ist einfach ein ganz normales Kampfsystem, wie auch, ja, wie auch zum Beispiel unterwegs in Düsterburg, glaube ich, heißt das. Und, kann ja auch ein Autokampf. Denn, ja. Ich finde es eigentlich ganz süß. Man muss ganz ehrlich sagen, es ist so ein bisschen... es ist so ein bisschen nett. Süß, lieb beschrieben. Das, ja. Keine Ahnung. Wir haben immer die Soldaten jetzt relativ schnell umgehauen. Und, ja, gewonnen! Was für ein Zufall! 600 XP, du klaust 1500 XP und ein Revolver. Rostiger Revolver geklaut. Holzrevolver geklaut. Frozen Bambi Level 7. Nächste Level. Sana Level 7. Nächste Level. Jesus Level 7. Nächste Level. Sieg. Hey, die haben ihre geilen Waffen fallen lassen. Das ist Blasphemie, der. Boah, geil. Fett. Komm, die benutzen wir. Ja. Naja, gehen wir weiter. Okay, gehen wir weiter. Nur wo lang? Hier ist ja wieder zu. Ja. Und da ist nämlich das Problem. Wohin? Denn das, ja, hat mir natürlich wieder keiner erzählt. Eine Sackgasse. Bambi, was machen wir jetzt? Ich weiß nicht. Ach, Kinas, Kinas. Was soll man da noch sagen? Wir sind gefangen. Wir kommen hier nie wieder raus. Wie wär's, wenn wir einfach umkehren? Hey, fette Idee, Alter. Ja, los geht's. Oh mein Gott, ein Drache. Hä? Wo? Da. Ach so. Scheiße, wo taucht der denn auf? Drachi, wir spielen. Boah, groß. Hört ihr nicht so viel reden, hätten wir wesentlich weniger Schwierigkeiten. Ich meine, hörtet ihr nicht so viel reden, hätten wir wesentlich weniger Schwierigkeiten. Ich meine, Jesus ist ja alt. Oh, du kannst bitte. Oh, oh, oh. Drachi hat einen Raketenwerfer. Das ist jetzt nicht nett. Haha, spürt die Macht meines Hinters. Da komme ich ja nicht raus. Oh oh. Autokampf. Gott sei Dank ist nicht mehr auf dem Schiff hier so. Okay. So. Heile, heile Kätzchen. Sanna verteidigt. Was hab ich denn da gemacht? So wie auch immer.
Cupcake. Sanna. Ja. Nee, Dummheit. Megaschlag, genau, gute Idee. Und er macht einen Haar und dann macht Heilige Kreuzung. So, jetzt müsste der aber langsam. Das gibt's doch nicht. Okay. Das ist echt schwierig hier. Ja, natürlich Dummheit. Ha, ha. Jesus. Harr. Wundheilung bei Sanna. Ah, oh, das ist doch gemein. Das ist doch echt mies. Hatten wir ja unsere geile Waffen. Hatten wir? Fett, eine Schatztruhe. Rebellheiltrank und einmal Wiederbelebung geklaut. Schön, danke. Ich will einfach so klauen. Ich dachte schon, ist das eine Tür zu? Dabei war das gar keine Tür. Ha, doof. So, wenn wir jetzt deswegen diesen Drachen besiegt haben. Moses? Jesus? Freunde, darf ich euch meinen besten Freund Moses vorstellen? Nö. Ich mach's trotzdem. Er ist tot. Ah. Ballermann will spielen. Ja. Warum? Okay. Wenn du unbedingt willst. Dann meinetwegen. Ich kann da nicht mehr heilen, sonst. Tut mir leid, du musst den normalen Kick machen. Juhu, 26 und 64. Aua. Aua. Aber es ist nicht so schlimm. Allerdings werde ich dieses Kreuz doch hier mal behalten. Denn ich weiß nicht, wie lange der noch braucht. Ballermann, die ist kaputt. Und der andere verliert auch ein bisschen was. Der verliert auch ein bisschen was. Ja, komm, 6 HP. Die können wir verschmerzen. So, so. Spür die Macht meines Hinterns. Und auch der ist kaputt. Und die Kämpfe, finde ich, machen doch zwischendurch vielleicht ein bisschen auf. Blub, 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 blub. Ja, also Moses ist halb wieder tot. Armer Moses. Ja, darf halt kein Wasser teilen. Was soll ich dazu sagen? Ew. Tja. Last Heaven, würde ich sagen, hüpfe einfach mal rein. Haltet sie auf! Och, nö. Nicht schon wieder rumgeballere. Wisst ihr, das ist doch echt nee. Nee, das will ich aber nicht. Ich muss aber... Dummheit. Ich könnte jetzt auch einfach Autokampf machen. Das wäre vielleicht interessanter und vermutlich einfach besser. Oh, 2 HP. Oh, 2 HP. Oh, 6 HP. Oh, Jesus. Warum lässt sich Jesus immer so sehr treffen? Hm? Ich raff es nicht. Jesus, warum tust du das? Bam. Ballermann, XD ist put. So. Es ist alles ein bisschen bunt. Kann das sein? Jesus, weil auch so viel HP zu verlieren. Ich spreche schon mit Jesus. Gott, 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 Gott. Also langsam wird es gefährlich, meine lieben Damen und Herren. Langsam drückt mich das hier ein bisschen durch. Also langsam, ne? Ihr wisst, was ich meine. Wenn Jesus nochmal eins abkriegt, dann ist er aua. Spür die Macht meines Hinterns! Oh. Und bist du putt? Warum bist du nicht putt? Gut.
Aber danach ist er tot. Bam, und jetzt ist er tot. Ja! Ja, gewonnen. Das ist ein Zufall. Und wir sind Level 10, Level 10, Level 10. Loser! Schauen wir mal nach, wo uns das hinbringt. Denn das Portal heißt ja Last Heaven. Und ich habe keine Ahnung, ob uns das irgendwo hinbringt, wo wir hinwollen. Maybe. Oh mein Gott, wir werden ins Bett gesaugt. Lol. Oh mein Gott, ich krieg keine Luft. Wir sind ja auch in einem Vakuum, du Idiot. Wir sind ja auch in einem Vakuum, du Idiot. Entschuldigung, also Jesus ist ein bisschen schizophren gerade. Ich sterbe. Nehmen wir uns doch einfach wieder zurück. Ha. Was ist denn los? Warum hast du das nicht gleich getan? Das hat ja keiner gefragt. Leute, eigentlich will ich ja in meine Zeit zurück. Okay, ich teleportiere dich. Ja, wird's bald. Was denn? Du wolltest mich in meine Zeit zurück teleportieren. Huch, ganz vergessen. Moment. Alter, Bambi. Du gottverdammter Idiot, hast du es wieder vergessen? Nö. Aber ich habe vergessen, wie das geht. Lol. Und was machen wir jetzt? Böses F-Wort, was ich meine LPs nicht erwähnen werde. Hey, du Sau. Nur ein Witz, Alter. Bleib doch mal cool. Ich will immer noch zurück an meine Zeit. Ja, dann fragen wir hier nach, ob es einer weiß, wie es geht. Fett. Ja, fragen wir mal nach, ob jemand weiß, wie man sich durch die Gegend teleportiert. Guck mal, da sind Wolken. Guck mal, das sind immer noch Wolken. Bambi's Quest of Humor 2. Ein Spiel von Frozen Bambi. Das ist übrigens Bambi. Frozen Bambi. Und das da ist Sanna. Lol. Sieht irgendwie ein bisschen aus wie so ein typischer Macho, oder? Und das da ist Lasa. Oh mein Gott. Ja, und wer ist das wohl? Ach, richtig. Jesus. Ach du heilige Sch... Hab euch lieb. Wen haben wir hier? Fragezeichen, Fragezeichen, Fragezeichen. Ausrufezeichen, Ausrufezeichen, Ausrufezeichen. Natürlich, das sagt uns alles. Es muss ja immer eine mysteriöse Person geben, von der wir nichts wissen. Nun, ich würde sagen, wir haben ein kleines Problem. Wir wissen nämlich nicht mehr, wie wir unseren Jesus zurück teleportieren können. Oh mein Gott, das Haus ist leer. Hier ist bestimmt was passiert. Scheiß drauf. Yep. Tschüss, Haus. Gut. Hi. 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 Friede sei mit dir, Bruder. Was ein Idiot. Aber echt, der hat gar nicht Hi gesagt. BTF, ist das für ein Depp? Jesus, hilf! Bin schon da. Alter, hast du ein Klubschauge? Ach, leck mich doch! Hose runter, du Sau. Ih, verschwindet! Tja, erst wollen und dann nicht mehr wollen. So was kann ich ja ab hier. Also wirklich, diese Entscheidungsfreiheiten. Pup. Also Papp. Also Pup. Also Pup-Papp. Oh mein Gott, es ist ein Moos. Da kriegt man ja Ohrweh. Wir müssen die Vernichtung unserer Trommelfälle verhindern. Mann, will spielen. Frau, will auch spielen. Warum will eigentlich mal alle mit mir spielen? Kannst du aufhören rumzuschreien? Bitte. Aua. Harr. Und Heilung. Jesus.
heile, heile Kätzchen. Oh Gott. Wie eklig. Das ist ja so widerlich. Ju. Ju. Oh. Warum schreien die? Also, ihr müsst verstehen, das ist dumm. Oh. Vor allem, ich zucke jedes Mal bei diesem zusammen. Das ist nicht schön. Das ist echt nicht schön. Echt nicht. Und unsere Aktionspunkte mit Jesus sind leer. Schade. Und ich kann gerade, ich kann hier meine Stimme durch Stimme verstellen. Das ist auch ganz angenehm. Nicht. Jetzt komm. Ha, sie ist kaputt. Wir haben es geschafft. 550 XP. Du kriegst 190 XP. Level 11. Level 11. Level 11. Schön. Die sind jetzt tot. Und... Du mieses Moos, ich werde dich vernichten. Sitten? Das wollte ich eigentlich nicht sagen, ich weiß. Nein. Für Geld. Alter. Es reicht. Vernichten wir ihn. Ja, tun wir das. Was macht er denn jetzt? Er wählt die Palme. Hä? Er pellt die Wurst. Hä? Er kocht sein eigenes Süppchen. Ah. Verstehst du es nicht? Minzeklatze, Minzeklatze. Nicht wirklich. Ich hol mir einen runter. Oh ja, komm, dann machen wir auch... nein. Oh Mann. Jetzt kommt schon, mach mir fertig. Wir kommen ja schon. Ja. Nein, Schneemann. Ich bringe euch alle um. Sanna will spielen. Jesus oder so. Ach, die wollen einfach alle mit mir spielen. Das nervt mich gerade. Kämpfen. Kaputt gemacht haben sie uns. Oh. Au. Machen wir lieber zusammen Moosblatt. Okay. Moos will spielen. Ja, ich würde auch sagen, machen wir lieber zusammen das Moosblatt. Denn das ist vermutlich das Beste bisher, was wir machen können. Ah, verdammt. Ich komme gerade nicht auf die Taste. Heftig. Jesus, haben wir mal einen Gegenstand, der irgendwie was... Weiß nicht. Okay, egal. Jesus ist damit unbrauchbar. Nein, doch nicht. Und Sanna, ja. Sanna braucht halt einfach... Oh oh. 30. 45. Und 55. Ah. Jesus, mach mal hier Wundheilung bei dem da. Und du machst deine Dummheit wieder auf den da. Beißt, kratzt und... Heile, heile Kätzchen. Kann das Move bitte endlich kaputt sein? Mein Jesus hat auch Aua. Mein Jesus hat auch Aua. Ja, er hat Aua. So ein bisschen. Ach Gott, hört doch mal auf, mir weh zu tun. So, das Moos ist kaputt. Das Moos ist kaputt. Was für ein Zufall. Gewonnen. 500 EXP. Du hast 500 XD. Level 12. Juhu, gewonnen. Da hinten ist Sanna.
Schachmatt. Armes Moos. Boah, seid ihr stark, Alter. Yep. Ihr könnt in unserem Land retten. Yep. Vor wem müssen wir es denn beschützen? Lava. Wer ist das? Gute Frage. Mensch, Bambi, du vergisst auch alles. Hihi, reingelegt. Voll verarscht, Alter. Jesus, woher weißt du, wo Lava ist? Keine Ahnung, aber ich wollte dich unbedingt auch mal verarschen. Ja, na dann mal los. Ich glaube nicht, dass wir eine Chance haben. Ich auch nicht. Warum tun wir es dann? Weil wir Bock haben. Ach so. Was ist, wenn wir verrecken? Jesus macht uns wieder heile. Und was ist, wenn Jesus stirbt? Dann verbuddeln wir ihn und wir müssen nie wieder Kirchensteuer zahlen. Ja, schon gut. Machen wir uns lieber. Machen wir uns lieber auf die Socken. Okay, los geht's. Tschu, und genau hier. Jetzt geh endlich los. Wohin? So langsam. Sorry, ganz vergessen. Und genau hier an dieser wundervollen Stelle werden wir einen Cut machen, denn wir müssen das Land. Und so zogen unsere Helden auf und sie wussten nicht, ob sie ihr Ziel erreichen werden, aber ihr Humor gab ihnen die Kraft. Oder auch nicht. Ich will nicht, ich hab Angst. Idiot, du hast die Dramatik versaut. Für so eine Reise brauchen wir bessere Ausrüstung. Ab in den Waffenshop. Okay. Ich will immer noch nach Hause. Und genau hier werden wir speichern. Ciao, Bob. Und wir sehen uns das nächste Mal, wenn es heißt Bambis Quest for Humor 2.